Hier ist Ö3. Gut, dass Sie schon wach sind. Heute ist das 17.10.2020. Sie hören jetzt die Ö3-Nachrichten mit Jürgen Pfaffinger. Schönen guten Morgen. Zweiter Serientest in Weißenkirchen in der Wachau soll Erkenntnisse bringen, wie weit man nach einer Infektion immun ist. Und Skiweltcup-Auftakt in Sölden, Corona-bedingt heuer ohne Zuschauer. Ö3-Nachrichten, Wetter und Verkehr. Um Punkt an Punkt. Es ist 7 Uhr. Heute beginnt der zweite Teil der Antikörpertests in Weißenkirchen in der Wachau. Weil Weißenkirchen bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr ein Hotspot war, sind im Juni fast 900 Freiwillige aus dem Ort getestet worden, unabhängig davon, ob sie Symptome hatten oder nicht. Und um Erkenntnisse über die Immunität zu bekommen, soll 4 Monate danach beim heutigen zweiten Test herausgefunden werden, ob und wie viele Antikörper sie noch haben, berichtet Ö3-Reporter Otto Stangl. Durchgeführt werden die Tests ab 9 Uhr in der Wachau-Halle in Weißenkirchen von der Danube-Privatuniversität Krems, dem Roten Kreuz, in Zusammenarbeit mit der Wachau-Gemeinde. Getestet werden von den ursprünglich 884 Personen heute noch 130. Sie hatten Infektionen aufgewiesen, allerdings nur 17 davon zeigten Symptome. Jetzt, 4 Monate nach der ersten Testung, soll, so der Direktor der Danube-Privatuniversität, Robert Wagner, festgestellt werden, ob sie noch Antikörper aufweisen und wie viele. Zusätzlich werde ihnen Blut abgenommen, um festzustellen, ob bei ihnen eine sogenannte T-Zellenaktivität festzustellen ist. Das bedeutet eine andere versteckte Form der Immunität, von der man bisher noch wenig weiß, die aber auch das Virus bekämpfen könnte, so Wagner. Die Ergebnisse der Antikörperuntersuchung sollen in 2 Tagen vorliegen. In Deutschland, das lange Zeit Musterland war, steigen die Corona-Zahlen jetzt immer weiter. Mit mehr als 7.300 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gibt es den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. In Neuseeland sind heute Parlamentswahlen. Die populäre sozialdemokratische Regierungschefin Jacinda Ardern dürfte wiedergewählt werden. Sie liegt in den Umfragen voran. In Sölden beginnt heute trotz Corona-Krise und ohne Fans der neue Ski-Weltcup-Winter. Los geht's mit dem Damen-Riesentorlauf für Dreierpaar die Niederkorn in Sölden. In Abwesenheit der verletzten Michaela Schifrin gibt's gleich mehrere Sieganwärterinnen. Ja, zum Beispiel Vorjahressiegerin Robinson aus Neuseeland, die Riesentorlauf- und Gesamtweltcup-Siegerin Brignone aus Italien oder die Slowakin Vlhova. Und auch eine Österreicherin traut sich hier alles zu. Katharina Liensberger im letzten Winter schon einmal im Riesentorlauf auf dem Podest. Ich sag, nichts ist unmöglich. Schlussendlich bin ich da, um zu gewinnen und einfach meine beste Leistung aus der Halle. Und auch Cheftrainer Christian Mitter wirkt heuer zuversichtlicher. Immerhin geben heute Brunner, Schild und Haser ihre Comebacks. Hebt das Niveau automatisch, wenn die Verletztenliste kürzer wird. Rein jetzt vom Können her schaut alles ganz gut aus. Den Skiwinter eröffnet um 10 Uhr die Schweizerin Wendy Holdener. Und mit ORF 1 unter 3 sind sie live dabei. Das Wochenendwetter ist herbstlich kühl, Verena Schöpfer. Ja, das Gefühl drückt nicht, es ist etwas zu kühl für die Jahreszeit, genau genommen um 5 Grad. Nächste Woche setzt sich dann aber nach und nach wieder mildere Luft aus dem Süden bei uns durch. Davor können wir zumindest schon ein paar Sonnenfenster auskosten. Ab und zu